Hallo und herzlich willkommen zurück zu World of Tanks Live mit Motality. Und heute soll es um den T-54, erster Prototyp, gehen. Die Blitzleute kennen ihn unter Motherland und wir haben hier das Vergnügen, diesen T-54, erster Prototyp, in World of Tanks PC so mitzunehmen, wie er hier ist. Das ist eigentlich nichts anderes als ein, ja, fast T-44. Ne? Ihr seht hier ein bisschen andere Konfiguration der Räder. Wir haben mehr Panzerung. Wir haben 120mm Wandpanzerung, 180mm Turmpanzerung. Dafür ist aber insgesamt sehr viel langsamer. Wir können ja mal gucken, was wir hier für einen Motor drin haben. Ja, Stufe 6. Das ist also nicht so doll. 520 PS. Und das bringt ihn auf eine Geschwindigkeit von, wo haben wir es? Ja, 44 km/h max, aber das wird eine ganze Weile dauern, bis ihr da drauf seid. Ansonsten ist er relativ wendig und er bringt eine Stufe 7 Kanone mit. Die kennen wir bereits aus dem T-44, ganz ähnlich. Ja, wir haben hier eine 100mm Kanone, 183 Pen. Es ist exakt die gleiche Pennanzahl wie beim T-44 mit der großen 100mm Kanone, 250 mittleren Schaden. Wir sind ein wenig ungenauer und die Zielerfassung ist ein Tick höher als vom T-44, aber das lässt sich ja aushalten, da er halt nicht der schnellste ist. Ja, es sieht zwar so aus hier mit den 44 km/h, aber insgesamt dauert es ein wenig, bis wir da ja unsere Panzerung quasi auf Geschwindigkeit gewuchtet haben. Und ansonsten fährt er sich ganz, ganz ähnlich dem T-44, ist nur halt ein wenig, ja, besser gepanzert und macht deshalb sehr viel mehr Spaß. Eine Sache wollte ich gerade noch gucken. Ja, wir haben minus 6 Grad Gun Depression. Das heißt, wir kriegen die Kanone minus 6 Grad nach unten. Das ist okay. Damit kann man arbeiten und ich bin sehr gespannt, ob wir hier mal einen kleinen Hügel finden oder eine seichte Wölbung, um uns dahinter zu verstecken. Bis gleich. So, da sind wir auch schon mitten im Gefecht mit unserem Premium-Russen. Oh, ihr seht ihn gerade nicht, weil Gras. Zusammen mit der lieblichen Tigerin, ebenfalls im T-54 Mod 1. Oh, klappernde Tasten. Und wir hoppeln einfach mal direkt an die Front, weil wir können es. Ja, müssen uns allerdings ein bisschen, ja, aufpassen hier. Wir müssen ein bisschen aufpassen, weil hier gibt es dreimal Artillerie. Die habe ich gerade eben nicht gesehen, als ich das gesagt habe. Wir können uns ein bisschen was leisten. Aber ich würde sagen, wir gehen hier einfach mal schnurstracks nach vorne, werden den Angriff leiten und hier unten uns Arti-Safe hinstellen, falls es dann möglich ist. Und eventuell irgendwas mitnehmen, was hier schon unten ist. Nein, hier ist nichts unten. Okay. Das sieht man nicht allzu oft. Gut, fahren wir mal los. Ja, endlich mal wieder ein Medium der Russen. Haha, aber dafür Premium. Und viele haben ja damals den Typ 59, ja, verpasst und so viele Alternativen gab es ja nicht, aber der hier ist eigentlich eine relativ schöne Alternative, weil er relativ einzigartig sich spielt. Er ist halt ein gepanzerter Medium. Das gibt es zwar schon mal mit dem, da sehen wir es, T26E4, aber wir sind sehr viel mobiler und schneller. Gut, den IS-3 könnten wir rausnehmen. Der hat keinerlei Support. Ja, ich greife an. IS-3 ist gebounced. Ja, ich war angewinkelt. Und ich versuche jetzt hier mal an seinen Hintern zu kommen, ohne abzusaufen. Toll, Mu. Super, Mu. Echt klasse. So viel zu unserer DPM. Und er ist auch an Kitty gebounced. Oh, IS-3, du hast heute gar kein Glück. Oh mein Gott. Ja, ihr seht schon, also ein bisschen mehr Panzerung haben wir. Es ist relativ einfach, hier durchzukommen. Ne? Untere Wanne, überhaupt kein Problem. Aber obere Wanne und Turm sieht echt schlecht aus. Und deshalb ein bisschen an Winkel, nicht zu sehr, dass man das vordere Rad dann halt nicht zum Gegner dreht. Und jetzt muss man aufpassen, weil Arti ist hier eingezielt. Oh. Ich will noch warten. Wir warten noch, bis hier ein bisschen mehr Support ist. Und dann gehen wir da rein. Obwohl, wir können den T26 direkt rausnehmen und danach die Su. Okay. Dann mal drauf da. Die sind überhaupt nicht auf uns vorbereitet, habe ich so das Gefühl. T26 ist raus. Ich nehme den T26, den zweiten. Kitty hat sich ein bisschen an der Su vergnügt und ja, das wird jetzt ein bisschen schwierig, da durchzukommen, aber er dreht sich gerade so schön, deshalb können wir hier direkt in die Seite fahren und mach's gut, super Pershing, ja, fast. Ja, läuft, ne? Ich würde sagen, wir fahren zurück. Kitty kann sich noch ein bisschen mit dem T25 da abmühen, weil sie hat ja so eine Mission da. Und ich fahr schon mal zurück. Denn der Gegner ist in der Stadt vorgerückt. So, wir spielen natürlich immer fürs Team. Das versuche ich immer. Und dementsprechend nehme ich auch mal den ein oder anderen Weg zurück in Kauf. Das sollte man übrigens immer machen. Weil oftmals stehen ja die Gegner halt am Cap und warten erstmal auf einen. Und da habe ich immer keine Lust drauf. Dann suche ich mir lieber einzelne Ziele, die hier versuchen anzugreifen.
um hier eventuell noch ein bisschen was aus der Runde rauszuholen oder eventuell sogar das Game so zu drehen, je nachdem, was man so macht. Da muss man halt ein bisschen aufpassen, weil Löwe, KV4, Leo sind alle noch hier. Gut, auf den Leo ja, brauchen wir jetzt nicht so achten. IS-6 kann sehr schnell uns bouncen, überhaupt kein Problem. Wir haben 183 Pen, er hat nur 175. Das heißt, wir haben sogar die bessere Kanone und der KV4 wird ein Problem. Ein ernsthaftes Problem. Wir haben APCA dabei. 10 Schuss. 235 Durchschlag. Reicht vollkommen auf Stufe 8. Gut. Wir sind allerdings nicht der präziseste. Ne? Oh, die haben sich alle zurückgezogen. Außer der eine KV4, war ja klar. Ne? Der einzige, der uns wirklich ein bisschen Probleme macht hier. Oh nein, da haben wir einen dicken, fetten Löwen. Das ist gut. Komm her, Löwe. Daneben. Und der IS-6 ist auch da. Okay. Wir greifen zuallererst den IS-6 an. Ja, der Löwe kommt natürlich durch, das ist klar. Aber der ist gerade ein bisschen out of position. KV4 kann überhaupt nichts machen gerade. Und wir können uns... Oh, ein dicker, fetter Hintern von einer Isu. Ja, Kitty, mach du den mal. Du hast die Mission. Und ich werde so lange ein bisschen mit dem IS-6 spielen. Muss noch passen, dass der Löwe hier nicht ist. So, der fährt erstmal nirgendwo hin. Vorsicht, Kitty, gib Gas, gib Gas, gib Gas. Der Löwe kommt von hinten. So, die ISO ignoriere ich. Wie gesagt, Kitty hat die Mission, dass sie Schaden an den TDs machen muss. Und hat jetzt die ISO rausgenommen. Ich greife den Löwen an. Kitty halte ich schon zurück. Sehr schön. Wunderschön gelöst. Ja, erste Runde würde ich sagen, lief ganz gut. Da haben wir jetzt endlich den Hintern vom KV4. Darauf hatten wir ja hingearbeitet quasi. Also auf den Hintern vom KV4. Oh, ehe er seinen Ton gedreht hat, war es das mit ihm. Oder auch nicht. Den noch kriege da. Versuch's. Au. Der kam durch unseren Turm. Och komm. Ne? Der hat uns gerade eben hier durch die Kommandantenkuppel gesnipert. Und Kitty hat den dritten Kill gemacht. Sehr schön. Waffenschwestern. Naja, Waffenbruder und Schwester. Waffengeschwister. Jetzt habe ich's. So. Ja, das war zweite Klasse. Ihr seht, da fahren einige Pros mit rum. Macht aber nichts. 88.000 Credits. Und wir haben hier Waffengeschwister. Und ja, somit 2.195 Schaden ganz oben dabei. 3 Kills. 3 Kills ebenfalls auf der Seite von lieblicher Tigerin. Leider keine 2.000 Schaden an gegnerischen TDs. Dafür waren einfach viel zu wenige auf dem Feld. Und von 88.000 Credits können wir 77.000 mit nach Hause nehmen. Also ein sehr guter Farmpanzer. Kann ich nur empfehlen, dieses Stück, Russenmetall. Sehr geiler Panzer und ja, für alle, die es ein bisschen mobiler mögen, gibt es da wahrscheinlich französische Alternativen, aber als russische Alternative ist der echt richtig, richtig spaßig. Gut, wir hängen noch einen Match dran. Bis gleich. So, da sind wir auch schon. Und diesmal auf Ensk und wir sind in einem 10er-Gefecht gelandet. Das passiert ziemlich häufig, vor allem um die Uhrzeit. Und wir haben kein angepasstes Matchmaking, das heißt, wir sind davor nicht gefeit, wir landen öfters im 10er. Ja, darauf sollte man sich einstellen, denn wir sind im 10er krass unterlegen, was Feuerkraft angeht, was Durchschlagskraft angeht und Mobilität. Ihr werdet es aber vielleicht noch sehen. Ja, sämtliche 10er hier haben natürlich bessere Einzielzeiten, bessere Penetrationswerte, besseren Schaden, bessere Mobilität. Und da ist es als Medium gar nicht mal so einfach, überhaupt eine Sonne zu sehen. Ja, selbst wenn wir gewinnen, ist es schwierig, an Schaden zu kommen, da wir einfach nicht hinterher kommen. So, ich möchte natürlich auch nicht voranfahren, weil ne, wir sind ja noch klein. Deswegen warte ich jetzt einfach mal, bis hier was aufgeht. So, Amix 1390 setzt an zu einer kleinen Runde. Bin mal gespannt, ob er irgendwas aufmacht. Nö, hat keine Lust. Gut, dann machen wir den Scout. Da haben wir ein Objekt 140. Auf das können wir sogar wirken. Wenn ich es richtig hinkriege, da haben wir ihn. So, aber Vorsicht, Artillerie ist ebenfalls noch da. Na, Objekt 140? Da stehst du ein bisschen blöd, ne? Ah, hast du gemerkt. Oh. Ach, schade, ich hatte aufs Ziel, aufs Rad gezielt. Uah, meine Hütte ist weg. Ich glaube, das war die Artillerie.
echt uncool. Ja, da brauchen wir gar nicht schießen, da kommen wir nicht durch. Muss warten, bis ein Fehler macht. Ich bin gerade, glaube ich, nicht offen. Kitty ist aber offen. Los, Objekt, beweg dich. Komm, Objekt, beweg dich. Nee, nicht zurück. Muss vorfahren. Vorfahren. No. Das meinte ich, ne? Wenn eine Batchet ansetzt hier zum Angriffslauf, kriegt die einfach nichts mehr ab. Das ist leider ziemlich häufig der Fall. Da hinten haben wir eine Batchet, die flitzt gerade. Aber, oh Gott, aus der Fahrt. Das wird nichts. Vielleicht haben wir hier hinten aber noch eine Artillerie. Na, schade. Wir könnten natürlich jetzt hier einfach mal durchstürmen. Durch deren Basis. Aber ich möchte gerne erstmal wissen, ob hier unten noch eine Artillerie ist. Weil hier hat nämlich keiner nachgeguckt. Nö. Okay. Dann können wir von hier hinten ordentlich wirken. Auf den STA-2 da. Sollte überhaupt kein Problem sein. Aber wir kommen nicht durch. Oh, es ist ärgerlich. Das war jetzt richtig ärgerlich. Wir sind offen. Da wir die Artillerie nicht gefunden haben, kann es passieren, dass wir jetzt gleich sterben. Danke, Batchet. So, der erste Schuss von der Batchet an uns ist gebounced. Der letzte ebenfalls. Also, anwinkeln hilft. Aber viel kommt hier, glaube ich, nicht mehr bei rum. Das ist halt der große Nachteil. Und ich wollte euch dieses Gefecht hier einfach mal zeigen. Das ist jetzt kein besonders gutes Gefecht, aber das ist so ein Standard-10er-Gefecht, wenn man ein bisschen vorsichtiger spielt. Man hat wenig Möglichkeiten. Es gibt natürlich auch 10er-Gefechte mit weiß der Geier wie viel Schaden, ne? Aber das ist nicht die Norm. Das ist absolut nicht die Norm. Und man muss halt wirklich immer gucken, wohin man fährt und wen man sich als Gegner aussucht. Nein, ihr Sieben, schießt bitte nicht auf mich. Nein. Mist. Ja, wir sind nicht mal durchgekommen. Und er hat uns zwei Leute gekillt. Ach, komm schon. Ach, komm schon. Wo wir gerade dabei sind, ne? Worst case scenario. Ja. Gut, da haben wir auf die Schottpanzerung geschossen. Ich habe die Kanone einfach nicht weiter runtergekriegt, weil ich da auf irgendeinem Hubbel stand. Aber macht nichts. Solche Gefechte gibt es dann halt auch, ne? Dass man einfach gar nichts machen kann. Man gibt 13 Schuss ab, nur 5 davon penetrieren und man hat nur 1270 Schaden. Aber auch hier wieder 36.000 Credits, die wir mit nach Hause nehmen können. Nicht allzu viel, deshalb Vorsicht vor 10er-Gefechten. Das kann schief gehen, vor allen Dingen, wenn sie so mediumlastig sind wie das hier. Gut, das war's dann erstmal zum T54, erster Prototyp. Ich habe euch die guten und die schlechten Seiten gezeigt. Wir sehen uns demnächst wieder mit einem anderen Panzer. Macht's gut, bis bald, Eumo. Tschüss.